Diese Maschine druckt Steaks in 3D. Auf diese Weise soll ein Stück Fleisch entstehen, ohne dass eine Kuh getötet wird. Dieses israelische Start-up ist eines der vielen Unternehmen, die daran arbeiten, den Prozess zu perfektionieren. Es stellt sich heraus, dass Kühe für die Rindfleischproduktion nicht unbedingt benötigt werden. Es ist bekannt, dass Rindfleisch eines der schädlichsten Lebensmittel für den Planeten ist. Die Suche nach einer Lösung ist zu einem großen Geschäft geworden. Aber können im Labor gezüchtete Steaks oder pflanzliche Alternativen wirklich die angeschlagene Rindfleischindustrie retten? Die globale Rindfleischindustrie hat im Jahr 2020 fast 75 Millionen Tonnen Fleisch produziert. Das sind etwa 8,6 Kilo pro Person weltweit. Jeder Schritt in der Lieferkette verursacht Schäden. Beginnen wir auf dem Bauernhof. Für die Rinderhaltung wird viel Land benötigt. Im Durchschnitt werden jedes Jahr tropische Regenwälder in der Größe von El Salvador gerodet, um Platz für Kühe zu schaffen. Diese Kühe setzen Tonnen von Methan frei, eines der stärksten Treibhausgase. Außerdem entstehen Emissionen beim Schlachten, Verarbeiten, Verpacken und Transportieren von Rindfleisch. Weltweit war Rindfleisch im Jahr 2010 für 3 Milliarden Tonnen Treibhausgasemissionen verantwortlich, etwa doppelt so viel wie alle Fahrzeuge in den USA zu dieser Zeit. Inzwischen haben sich pflanzliche Alternativen zu einer 5,6 Milliarden Dollar schweren Industrie entwickelt. Beyond Meat hat es geschafft, in schätzungsweise 135.000 Lebensmittelgeschäften und Restaurants Fuß zu fassen. Der besondere Burger wird durch Erhitzen, Kühlen und Druck hergestellt, um pflanzlichen Proteinen eine fleischähnliche Konsistenz zu verleihen. Eine von dem Unternehmen finanzierte Studie ergab, dass das Produkt im Vergleich zu herkömmlichem Rindfleisch etwa 90% weniger Treibhausgasemissionen verursacht. Doch der Traum vieler Wissenschaftler ist es, Fleisch nicht nur zu imitieren, sondern es tatsächlich herzustellen. Im Jahr 2013 präsentierte der Professor und Wissenschaftler Mark Post den ersten im Labor gezüchteten Burger bei einer Live-Verkostung in London. Für diesen Patty wurden über 325.000 Dollar ausgegeben. Es kommt dem Fleisch sehr nah. Es ist nicht sehr saftig. Aber die Konsistenz ist perfekt. Das war wohl einer der entscheidenden Momente, in denen man dachte, dass dieses Produkt Potenzial haben könnte. Aber erst ab dem Jahr 2020 begann die Finanzierung laborgezüchteter Lebensmittel richtig in Gang zu kommen. Bill Gates und sogar traditionelle Fleischkonzerne haben in einige Startups investiert. Es ist so, als würde jeder auf diesen Zug aufspringen wollen. Jetzt stellen sich Forscher in Israel eine der größten Herausforderungen, denn sie züchten Steaks in einem Labor. Bei der Herstellung von Steaks kombiniert man die ganze Bandbreite der Technologien für Gewebezüchtung und Zellwachstum. Sam Fried und sein Team verwenden Stammzellen, um ein Steak zu kreieren, das ihrer Meinung nach moralisch vertretbarer ist, obwohl es nicht vegetarisch ist. So funktioniert es. Schau dir dieses perfekt marmorierte Steak an. Das Weiße ist Fett und es verleiht ihm Geschmack. Das Rosa ist Muskelmasse, das ist für Eiweiß. Die Forscher mussten herausfinden, wie man beides nachbilden kann. Zuerst entnahmen sie einer Kuh Stammzellen und züchteten sie in einem Labor. Das bedeutet, dass wir den Tierkörper durch einen sogenannten Bioreaktor ersetzen. Es ist nicht einfach, die Zellen unter diesen Bedingungen zum Wachsen zu bringen. Normalerweise sind Zellen an etwas befestigt. Sie wachsen in Petrischalen oder Kolben und wollen sich an etwas festhalten. Hier wachsen die Zellen in einer Flüssigkeit, in der sie sich etwa einmal täglich teilen. Dann bringen die Wissenschaftler die Masse der Zellen in das Labor für Gewebezüchtung, wo sie sogenannte Biotinten herstellen. Dies ist der Beginn der Herstellung des Biodrucks. Die Tinten, die wir verwenden, enthalten die Zellen, die wir zuvor in den Labors gezüchtet haben. Einmal für Muskeln und einmal für Fett. Sie werden durch diese Düsen geleitet und die Techniker können individuell festlegen, wie viel davon in das Steak kommt. Man kann jede Struktur drucken, die man entworfen hat. Nachdem man also eine Datei in den Drucker hochgeladen hat, kann man ein Steak in so ziemlich jeder Größe und mit beliebigen Proportionen herstellen. Es ist nicht einfach, den Druckraum steril zu halten. Das sind lebende Zellen, die durch den Drucker gespritzt werden. Deshalb muss alles getan werden, um die Luft von Verunreinigungen freizuhalten. Sonst besteht die Gefahr, dass die Zellen absterben. Die Steaks sind noch nicht ganz fertig, wenn sie die Druckerei verlassen. Die Zellen brauchen noch Zeit, um sich zu Muskel- und Fettgewebe zu entwickeln.
Nach einigen Tagen bis hin zu einigen Wochen können wir beobachten, wie die Muskelfasern in der Schale beginnen, sich spontan zusammenzuziehen. Das sieht dann so aus. Der Prozess dauert etwa einen Monat. Danach kann man es wie ein normales Stück Fleisch behandeln. Aber Meatech ist noch weit davon entfernt, Steaks an Verbraucher zu verkaufen, und zwar aus mehreren Gründen. Wie vorhin erwähnt, entwickeln sich die Zellen in dieser Flüssigkeit. Diese enthält fötales Rinderserum, auch FBS genannt. Das ist nichts anderes als das Blut von Kälbern. Es ist einer der umstrittensten Teile der Fleischproduktion im Labor, denn das Serum stammt aus Embryonen von geschlachteten Kühen. Aber es ist notwendig, damit die Zellen wachsen können. Laut Simon verwenden sie FBS als Teil des Forschungsprozesses, aber sie planen es letztendlich durch etwas anderes zu ersetzen. Wir wollen nicht, dass es Teil einer groß angelegten kommerziellen Aktivität ist. Aber eine genauso erfolgreiche Alternative wurde noch nicht gefunden. Simon wollte uns nicht sagen, wenn das Steak für die Öffentlichkeit bereit ist oder wie viel die Prototypen kosten. In der Zwischenzeit konzentriert sich das Unternehmen auf ein realistischeres Ziel, wie dieses Hybridprodukt aus Soja und Rinderfett, das im Labor von Meatech hergestellt wird. Die Textur unseres Kebabs ist fast die gleiche wie bei einem echten Kebab. Meatech baut eine neue Anlage in Belgien, um die Herstellung solcher Lebensmittel zu erweitern. Es ist jedoch unklar, wie nachhaltig ein im Labor gezüchtetes Rindfleisch wirklich sein würde. Wir wissen nicht, wie der CO2-Fußabdruck aussieht, wenn wir die Produktionsfläche und den Energieaufwand vergrößern. Das alles ist ein Risiko, denn die meisten Verbraucher haben das Produkt noch gar nicht ausprobiert. Bislang kann solches Fleisch nur in Singapur verkauft werden, wo ein Unternehmen seine Chicken Nuggets im Jahr 2020 erstmals vorstellte. Trotz der Ungewissheit haben Unternehmen, die an im Labor gezüchtetem Fleisch arbeiten, fast 2 Milliarden Dollar aufgebracht. Sie setzen darauf, dass der Rest der Welt dem Beispiel Singapurs folgt und Lebensmittel aus dem Labor für den Verkauf zulässt. Aber selbst wenn man alle davon überzeugen würde, könnte dieses Fleisch tatsächlich Rindfleisch ersetzen? Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz davon überzeugt, dass dies die richtige Art der Massenproduktion von Fleisch für die Öffentlichkeit ist, wenn man bedenkt, wie lange diese Entwicklung schon andauert und wie wenig wir bisher davon gesehen haben. Während wir darauf warten, können Verbraucher, die ihren CO2-Fußabdruck verringern wollen, immer noch auf pflanzliche Alternativen zurückgreifen. Seit 2,5 Jahren werfen wir einen Blick hinter die Kulissen von riesigen Industrien. Von Kreuzfahrtschiff-Friedhöfen in der Türkei über Alu-Fabriken in der Dominikanischen Republik bis hin zu Himalaya-Salzminen in Pakistan. Wir werden für Big Business weitere Geschichten aus der ganzen Welt erzählen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr eine Idee für die nächste Folge habt. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst.